Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich habe heute echt eine mordsgute Laune, ja. Endlich mal hat heute ein Video geklappt, ja. Nach den letzten vergangenen 2 Tagen konnte ich nicht mal ein einziges Video hochladen, weil ich die ganze Zeit... Obwohl, wartet mal, ich drehe mal hier ein bisschen den Sound lauter, damit ihr mich wirklich verstehen könnt, wenn ich rumschreie. Nein, Scherz beiseite. Ich habe seit 2 Tagen versucht, ein scheiß Video zu laden, ja, und ich konnte einfach nicht hochladen, ja, Premiere Pro hat mich verarscht, den ganzen scheiß verfickten Tag, Mann, Sickter, ja, und, ja, egal, komm, was los heute, chillen, Eno featuring Mero, Ferrero, Sombrero, El Capitano, ja, Ferrari auf Trends, Platz Numero Uno, also nicht Dos oder Stress, sondern Uno, Digga, okay, die reißen wieder mal ab. Das heißt, es erwartet mich wirklich was Geiles. Ja? Ich habe diesen Song nicht gesehen. Ich habe die Tage wirklich nur damit verbracht, meinen Computer zu formatieren, alles neu aufzusetzen, wieder alles versuchen zu reparieren. Es hat aber nichts funktioniert. Ja? Jetzt nutze ich Vegas. Sony Vegas Pro. So. Ne, Sony Vegas 9. Egal. So, los geht's. Bruder, das Türkmen, Türke. Was? Fahr links, was? Moment, ich hab's nicht verstanden. Das ist so komisch. Fahr links, Bruder, an ihn vorbei, was? Ich weiß, wie es enden wird. Ich steig bei dir an, irgendwie sowas. Ja! Zu wild wie ich rasier, Puppen sind auf, hat wir die Kugeln meiner Heckler haben, Hunger haben. Ey, geil. Klingt gut. Finde ich gut. Der Anfang ist geil, dieses türkische. Zu wild wie ich rasier, Puppen sind auf, hat wir die Kugeln meiner Heckler haben, Hunger haben, Afiat. Enno steigt richtig krank rein, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr geil auf dem Beat. Heide, yalla, beiseite, schneller, ihr seid keine Männer, kleine Blender, deine Bitch feiert Dance, hat wie Kylie Jenner, sonst nix, Kopfweg wie peinlich, walla. Push kick, du Pussy, mein Bein ist länger, du pisch die Musik, mach rechte Bands, hat alle Extras, die weiß gefärbt, machen wie Michael. Ich muss sagen, ich finde in letzter Zeit Eno richtig geil. Also eigentlich hat er mir so angetan, wo er, wie hieß das denn nochmal, das Lied? Ah, wo er auf so einem arabischen Hochhaus, glaube ich, war oder so. Mein Loft oder irgendwie sowas, oder mein, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Aber seitdem hat es mich irgendwie so angetan, muss ich sagen. Das war so, wo ich sagen musste, war musikalisch richtig geil. Ja, es war wirklich gut, muss ich sagen. Und jetzt natürlich zwei Grüßen. Ja, Mero reißt ja sowieso ab, gerade überall im Internet. Ja? Und mit Eno zusammen, Pico Alame. Jackson, es geht, klick, klack, bang, bang. Welche Straße, wer will kämpfen? Schieb das aus Präsent, setzt dein Leben ein Ende. Bah, kick dann auf Autobahn, Marokkan, Haschisch auf Rückbahn, du bist ja, geh mal schlafen jetzt. Bretter mit Mero, du schlussest deinem Schüssel, weil du bist ja, ich will jetzt Bares hier. Paparazzis mit Kamerateam sind auf der Jagd in der Welt. Gerade kommt es wirklich sehr gut an, diese schneller Rap so. Es ist ja nicht Double Time, also so eher so schneller Fast Rap, würde ich sagen. Kommt gerade gut wieder an. Vorher war er immer, oder immer noch, ist ja so dieses Autotune, so, yeah, I'm fly. Und jetzt auf einmal so, Mero kommt dann so mit so ein paar fetten, schnellen Lines, wo einfach nur 10 Wörter davon balla, 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 balla sind, ja. Und alle feiern, yeah. Sonntags Sattler Pakete Maserati steht mit mir nicht im Verhältnis. Nein, mit Ort mache ich mein Geld nicht. Nein. Seit meinem paar Welt ist mein Auftrag ist wie Wellness, Bruder Rockstar, so werde ich steig. Ein Mero, yalla, balla los. 500 PS unterm Arsch wie gewohnt. Sonne gidelim, yanından geçelim. Ich finde, das hat so einen geilen Touch, ja. So diese Hook, Alter, dieser Übergang und dann diese Hook.
hat das so einen gewissen Touch. Wenn es wirklich nicht zu viele Fremdwörter in einem Song sind, dann ist das echt geil. Dann kann man sich das auch gönnen, weil da muss man nicht irgendwie so einen Kanackenduden haben, so, ja? Und so ein paar Wörter, so aus dem türkischen Beispiel oder arabischen, geht noch klar. So, dann, einige kennt man ja auch so, ja? Und, weiß nicht, es ist voll in Ordnung. Bile bile ara bana binelim sonra yanından geçelim sonunu bile bile ara bana binelim Rota Ferrari Ich gebe Gas in einem Ferrari Vrum vrum Rota Ferrari Vrum 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 Kommt mir irgendwo bekannt vor, ich hab mal so ein russisches Lied gehört, das hieß aus Vrum vrum von ein, zwei Rappern, Alter. Ferrari, ey, ich sitze tief in einem Ferrari. Kickbaum, gib Gas bis China White mit dabei, mein Bra in einem Benzer weiß, weil die zwei jetzt ballern, aber kranke Rhymes, weiß der Pit wird gefickt, so wird es sein, bye bye. Was ist das für eine Jacke? Ernsthaft? Wenn ich jetzt noch gleich was dazu sage, pissen sich da draußen alle an, aber ich glaube, sowas wird meine Freunde wahrscheinlich tragen. Ich tue nur. Also, meine liebe Freunde da draußen, die muss ich ja so ein bisschen Humor mitbringen. So ein bisschen, legt mal so euren, weiß ich nicht. Eurem Stock aus dem Arsch, den könnt ihr so ein bisschen weglegen, so. Chillt mal. Mit dabei, mein Bra in den Benzer weiß, weil die zwei jetzt ballern, aber kranke Rhymes, weiß der Pit wird gefickt, so wird es sein, bye bye. Sag ich den Rappern, ja, wir beide Brettern, gibt gar nichts zu meckern, sie finden uns lecker, ey, Meru, bäh, fick mal die Ausbildung. Der sieht also mit diesen, mit dieser Kapuze und mit dieser Jacke sieht er aus wie so ein Inuit, ja. Nie wieder weg, habe wieder mal den Flow gefickt, du Dab. Digga, meine Liga ist für dich verkehrt. No go, weil Mero ist perfekt. Renn du lieber weg, ey, nur riff direkt. Da Chief Shannonen, wen willst du holen? Ich hole Pistole. Da Chief Shannonen. Ich fick deine Mutter, nein. Geil. Geriff von den Polen, wah, Bunker am Moden, wenn nie ich komm, will ich seh nicht belohnen. Ich kenn keinen Image, aber leck dein Gibbet, Baba Gang, halt chillen, aber mach keinen Film, keiner kann mich ficken, ja, ich lass meine dicken Bands in meinen Blick und du willst mit ficken. Doch damals war keiner von euch an der Seite von Mero mit seinem Blitz waren. Ich weiß es, wenn ich heute wieder in Shisha-Bar fahre, der Shisha, wo ich sonst immer bin, bei meinen Kollegen, na egal, ne? Und da wird's wahrscheinlich, denn wieder ganzen Tag werde ich diese Mucke pumpen dort, ja? Das heißt, eigentlich pumpen die und ich mach das so passiv, ja? Die Pleite, aber heute hab ich einiges. Ja, du gönnst es, aber dafür deines ist. Steig ein Kick auf 500 PS. Vum, Weiber jagen mich, als wär ich Präsident. Kick auf 500 PS. Vum, Weiber jagen mich, als wär ich Präsident. Sonra gidelim, yanından geçelim. Ich finde, das, was diese Frauen da zum Beispiel im Hintergrund machen, wo so, als würde der Ferrari so gebaut werden und die stehen damit so mit diesen, auf diesen. Kann man sagen, so Science-Fiction-mäßigen Apparatur und dann klicken die so drauf, finde ich geil. Roter Ferrari. Ferrari. Gebe Gas in einem Ferrari. Vroom, vroom. Roter Ferrari. Oh, was war das für Boots? Ich schwöre, ich weiß. Kann mir bitte einer schreiben, was das für Boots sind? Roter Ferrari. Ey, ich sitze tief in einem Ferrari. Also ich weiß nicht, woher Alles oder Nix Records diese Rapper ausgräbt. Keine Ahnung, vielleicht haben die irgendwo so Leichen im Keller. Aber wenn Alles oder Nix Records mit einem Newcomer kommen, dann reißt er meistens immer ab. Und in dem Fall war das auch Mero. Ero, Ferrero, Sambrero, El Capitano. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Tero, nein. Ich weiß nicht, wie viele mittlerweile Enos und Teros und sowas gibt. Aber Song ist geil, feier ich total. Gleich im Club, in Shisha-Bar auf jeden Fall geben. Wir sehen uns. Tschüss.